Kaum jemand kennt das kleine Städtchen Jáchymov. Es liegt im tschechischen Teil des Erzgebirges. Früher hieß es Joachimsthal. Und im 16. Jahrhundert war Joachimsthal eine blühende Bergbaustadt. Dort wurde nämlich in vielen kleinen Minen Silber abgebaut. Aus dem Silber wurden Münzen geprägt, die sogenannten Joachimsthaler. Diese Joachimsthaler gaben dem Taler in ganz Deutschland seinen Namen und auch das Wort Dollar ist aus diesem Joachimsthaler herzuleiten. Aber zurück nach Joachimsthal. Dort lebte der Kantor und Musiker und Lehrer Nikolaus Hermann. Nikolaus Hermann fühlte sich in Joachimsthal in seiner Gemeinde und auch in seiner Schule sehr wohl. Aber er hatte eine große Sorge. Sein Sohn Christoph kam auf die schiefe Bahn. Er schmiss das Geld zum Fenster hinaus, das er in der Silbermine erarbeitete. Er wollte nichts lernen. Und eines Tages gab es im Hause Hermann einen fürchterlichen Krach. Das Ergebnis war, dass Christoph die Tür hinter sich zuknallte und sagte, ihr seht mich nie wieder. Dann war er verschwunden und er blieb es auch. 8 Jahre lang hörte Nikolaus Hermann nichts von seinem Sohn. Er wurde ein gebrochener Mann, der nur gebückt lief, der manchmal Schwierigkeiten hatte, überhaupt Lebensmut zu finden. Am Abend vor Weihnachten stand Christoph auf einmal wieder in Joachimsthal. Er stand unten auf der Straße und schaute hinauf zum Studierzimmer seines Vaters. Dort brannte noch Licht und er sah seinen Vater schreiben. Aber er traute sich nicht anzuklopfen und um Einlass zu bitten. Als oben im Studierzimmer das Licht ausging, schlich sich Christoph Hermann weg. Er kannte sich ja noch aus und so ging er zu einem Bergwerksstollen. Die Stollen, die Christoph noch kannte, waren längst nicht mehr in Betrieb und waren mit Türen verschlossen. Und so stand Christoph plötzlich vor einer verschlossenen Stollentür. Aber es war kein Problem, diese Türe von außen zu öffnen. Christoph ging in das Innere des Stollens hinein, er tastete sich langsam vorwärts und dann fand er einen Platz, wo er sich hinlegen wollte. Auf einmal gab es hinter ihm einen lauten Schlag. Die Türe war ins Schloss gefallen. Christoph tastete sich zurück und er merkte gleich, die Türe hat von innen keinen Griff und keinen Riegel. Von innen lässt sich diese Türe nicht mehr öffnen. All seinen Versuchen widerstand die Tür und so gab Christoph schließlich ermattet und verzweifelt auf. Er legte sich auf den Boden und murmelte, die Tür ist zu, hier komme ich nicht mehr raus. Es war Heiligabend. Die Gottesdienste in Joachimsthal gingen zu Ende und Nikolaus Hermann und der Pfarrer verabschiedeten die Leute am Kirchenausgang. Da kam ein Bergmann auf Nikolaus Hermann zu und sagte, wie geht es denn dem Christoph? Dem Christoph? Fragte Nikolaus Hermann. Ja, ich dachte, ich habe ihn gestern auf der Straße gesehen. Er stand vor eurem Haus und ist dann weggegangen, so in Richtung Bergwerk. Nein, sagte Nikolaus Hermann, der wird doch nicht zum Bergwerk gegangen sein. Aber da ist doch alles zu. Kommen Sie mit, wir müssen schauen, ob wir ihn finden. Kurz darauf standen die beiden Männer vor dem Stollen. Sie öffneten die Tür und tasteten sich hinein. Der Steiger hatte eine Laterne dabei und leuchtete in den Gang. Da sahen sie eine zusammengekauerte Gestalt. Christoph, rief Nikolaus, Christoph, komm, steh auf, du bist es doch, Christoph, komm, wir sind da, wir holen dich raus. Mich holt keiner raus, die Tür ist zu, ich werde hier sterben, sagte Christoph. Nein, du musst nicht sterben, wir sind da, komm mit uns. Dann zogen die beiden Männer ihn hoch, nahmen ihn untergehakt in die Mitte, schleppten ihn nach Hause in die Wohnung des Kantors Hermann. Dort bekam Christoph zu essen und dann durfte er sich endlich nach vielen Tagen wieder in ein warmes Bett legen. Glücklich schlief Christoph ein. Nikolaus Hermann
schaute auf seinen Sohn. Er war überglücklich, dass Christoph wieder da war. Und dann dachte er sich, die Tür ist Gott sei Dank aufgegangen. Wir konnten sie öffnen und Christoph herausholen. Dann fiel ihm ein, an Weihnachten hat Gott eine Tür geöffnet, die Tür zu uns, und er hat uns seinen Sohn geschenkt. Und diese Tür zu Gott, die bleibt immer offen. Nikolaus Hermann schlich sich in sein Studierzimmer und dann dichtete er sein Weihnachtslied. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich in seinem höchsten Thron, der heut schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. An Weihnachten macht Gott uns das größte Geschenk, seinen Sohn. Und die Tür zu ihm ist seit Weihnachten geöffnet. Ich wünsche euch und Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.